Hallo und herzlich willkommen hier auf unserem Kanal Ausgewandert, unser Leben in Polen. Ich melde mich hier heute aus der Stadt. Es ist ziemlich ruhig, man merkt allerdings an den ganzen Beflaggungen, dass hier ziemlich was los war bzw. im ganzen Land los ist. Und zwar ist heute Tag der Verfassung. Und zwar ist das in komplett Polen der Nationalfeiertag. Und damit wird einfach gefeiert, die erste Verfassung ihrer Art in Europa, und zwar vom 3. Mai 1791. Und die ist damit die zweitälteste auf der ganzen Welt nach den Vereinigten Staaten von Amerika. Was jedem Ausländer immer in so Ländern auffällt, wenn man denn mal eine Weile drin ist, die ganzen anderen Sachen, die man jetzt in Deutschland so nicht erlebt, wie zum Beispiel hier, dass an jeder Laterne, an jedem Haus, an jeder Kirche hier die weiß-rote polnische Flagge hängt. Das sind natürlich immer so Besonderheiten, wo man auch so ein bisschen Gänsehaut bekommt, denn bei uns ist einfach dieser Stolz bzw. auch dieser gesunde Patriotismus einfach nicht gegeben. Ja, das ist ein bisschen schade, aber hier fällt es einem immer wieder auf. Es wird jetzt besonders hier in der Stadt auch viel gemacht mit Informationen. Man bekommt also nicht nur über das polnische Land oder die Stadt Informationen, sondern es werden über das Kulturzentrum, wie hier jetzt Schilder aufgebaut und auch Feste gefeiert, beziehungsweise es gibt Konzerte, es gibt Straßenläufe unweit von hier, auch in der nächstgrößeren Stadt in Lubin. Die älteren Menschen ziehen sich meistens dann auch etwas feiner an und gehen hier zum Beispiel auch in die Kirche. Dann gibt es dann dementsprechend auch eine extra Messe und da wird dann auch viel erzählt. Ich wollte jetzt einfach nur mal so ein kurzes Video machen, wie das hier abläuft, weil mir hat es einfach auch nicht so gut gefallen, wie der Unabhängigkeitstag, der ja letztes Jahr am 11.11. hier 100 Jahre gefeiert worden ist. Ja, da waren halt auch viele Schlagzeilen von den deutschen Zeitungen, auch viele Internet-YouTube-Videos. Und es ist aber einfach hier eine Sache, die jeder Pole gern macht. Also die Polen ziehen gern ihre T-Shirts mit dem Adler an und den weiß-roten Farben. Und es werden Fahnen aufgehängt, die werden auch überall verkauft, egal ob es an der Tankstelle ist oder auch im Supermarkt. Deswegen kann ich, wie gesagt, nur jedem empfehlen, sich das einmal anzugucken. Hier ist jetzt der sogenannte Majówka. Das ist praktisch übersetzt wörtlich ein Picknick. Und wer grenznah wohnt, der wird auch gemerkt haben, dass viele polnische Autos dann auch dementsprechend über die Grenze fahren, einkaufen fahren oder einfach nur feiern. Ich glaube sogar in der Tschechei wurde eine Grenze gesperrt, habe ich heute in den Nachrichten gehört, weil einfach so viel Andrang ist und da nimmt sich dann jeder frei. Der Nationalfeiertag ist heute so, dass die meisten Geschäfte auch geschlossen sind. Ich sage deswegen die meisten, weil es gibt immer noch welche, die aufhaben. Aber das mache ich einfach mal in einem extra Video. Da gibt es dann auch viel zu erfahren, wo man auch sonntags oder an einem Feiertag noch seine Sachen bekommt. Aber wie gesagt, in einem extra Video. Hier habe ich jetzt noch ein paar kleine Einspieler, was gestern los war. Da war hier auch ordentlich was hier im Park und da waren Konzerte von bekannten polnischen Bands oder von auch Newcomern. Es gab Zuckerwatte, es gab Verkauf von Kissen, allem Möglichen. Es gab Maiskolben, Eis, Waffeln, so dieses Typische. Wer schon mal an der polnischen Ostsee war, wird die ganzen Spezialitäten auch dann hier aus der Region bzw. aus dem Land kennen. Ich finde das immer ganz angenehm, weil es kommt alles mal ein bisschen runter hier. Es ist alles mal ein bisschen gelassen. Die Menschen gehen einfach auf die Straße, treffen sich mit ihren Familien. Und da habe ich als Deutscher auch ein bisschen meine Erfahrung gemacht, dass es alles
ein bisschen enger ist an so Tagen. Also viele kennen ja die polnische Gesellschaft nur als Gastarbeiter, Saisonarbeiter. Aber ich muss sagen, trotz dessen, dass sie halt unheimlich lange dann auch weg sind und egal ob sie in Deutschland oder England arbeiten, umso mehr freut sich dann jeder, wenn er wieder zur Familie an Weihnachten oder auch an, im November dann zu den ganzen kirchlichen Feiertagen dann nach Hause kommen kann. Das ist auch nur so eine Sache, da werde ich, denke ich, auch nochmal drüber berichten, wie dann Hunderttausende dann zu den Friedhöfen pilgern und dann auch die Toten besuchen. Das ist auch immer eine schöne Sache. Nachts sieht man dann die tausenden brennenden Kerzen. Also hat schon irgendwas. Ja, das war es jetzt soweit mit meinem kleinen Video von heute. Wir werden auch nicht mehr viel machen und den Abend ausklingen lassen. Eventuell noch auf ein kleines Trompetenkonzert hier gehen. Das fängt um 18 Uhr an im Kino. Und dann vielleicht noch ein bisschen mit der Familie treffen. Dann sage ich erstmal Dankeschön und wem mein erstes informatives Video, sage ich mal, gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch. Vielleicht auch über Kommentare, wer gern was wissen möchte hier aus dem Land, fragt einfach. Ich werde dann dementsprechend auch darauf antworten und werde dann gucken, was ich hier rüberbringen kann. Es gibt so viele Unterschiede wie in jedem Land, die man entdecken kann. Und besonders, wenn man nicht groß geworden ist in so einem Land, fällt einem das immer wieder dann auf. Dann sage ich Dankeschön für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.